Dankeschön. Geht's euch gut? Habt ihr noch Bock? Ja? Nice. Klingt aber nicht so überzeugend. Ja, mir geht's auch gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ich hatte heute tatsächlich einen richtig stressigen Tag. Ich musste um 15 Uhr aufstehen. Ja, wir mussten schon um 18 Uhr hier sein. Aber ich war echt im Stress. Und habe ich so meine Sachen gepackt so und hab so eine Handtasche genommen, die ich schon so richtig lange nicht mehr benutzt hatte. Da habe ich so meine Sachen eingepackt und habe ich einfach so Geld gefunden in so einem Fach. Kennt ihr das, wenn man so Geld findet? Richtig geil. Das passiert mir auch nicht so oft leider. Das Blöde war nur, das war kein Euro, das war so türkische Lira. Weil ich hatte die Handtasche irgendwann mal mit im Urlaub genommen. Und dann dachte ich so, ja, was mache ich jetzt mit diesem Geld? Ich will das auch nicht mit mir rumschnappen. Also habe ich es einfach weggeworfen. Das ist ein richtiger First-World-Move, ne? Einfach so Geld wegwerfen. Ich dachte mir so, irgendwo ist gerade so ein Typ in Istanbul, will sich so ein Börek kaufen und denkt so, fuck, hätte ich mal noch 17 Lira übrig gehabt. Naja, ja genau, das war mein Tag auf jeden Fall. Aber ja, ich war dieses Jahr auf jeden Fall ziemlich viel im Urlaub, im Ausland und so. Ich war halt zuletzt in Istanbul, logischerweise, auf der Hochzeit von meiner Halbschwester. Und sie ist eigentlich Syrerin, long story. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich hatte so eine Erkenntnis, und zwar, wenn ich im Ausland bin, egal wo, die denken irgendwie immer, dass ich deren Landessprache beherrsche. Ich bin ja so ein bisschen dunkler, ne? Ich bin Halbsyrerin und wirklich egal, wo ich bin, ob jetzt in der Türkei, in Italien, in Spanien, in Schweden, die denken irgendwie immer, dass ich deren Nationalität bin. Und das einzige Land, wo irgendwie niemand denkt, dass ich deren Nationalität bin, ist Deutschland. Ist echt so. Ich werde ständig angesprochen, immer wieder, ey Lena, du bist voll braun. Warst du im Urlaub? Und ich sage immer so, nee, wir kennen uns seit 3 Jahren. Ich sehe immer so aus, auch im Winter. Ich gehe auch nicht zu den Leuten hin und sage so, ey, du bist voll blass. Hast du gerade eine Chemotherapie hinter dir? Ja, der war gemein. Ich meine, mein Name lässt es vielleicht auch nicht so wirklich vermuten. Ich heiße Lena Beermann. Ja, voll der deutsche Name. Aber ich mag meinen Namen. Nicht wie der Bär, wie die Beere. So, dass der Name funktioniert auf Englisch irgendwie besser. Ich glaube, wenn ich in so einem amerikanischen Highschool-Film mitgespielt hätte, wäre ich so der Stifler, so Beerman. Ja, im Deutschen... Geil, dass jemand aus dem Publikum einen besseren Joke macht als ich. Applaus für ihn einmal. Nee, im Deutschen bietet der Name so richtig viel Raum für so dumme Spitznamen. Ich wurde in der Schule immer Lena Sperrmann genannt. Ja. Nicht von den anderen Schülern, einfach nur im Lehrerzimmer. Ja, meine Cousine heißt auch Beermann mit Nachnamen und sie hat einfach einen Typen geheiratet, der mit Vornamen Hermann heißt. Echt jetzt? Und die sind nicht auf die Idee gekommen, ihren Nachnamen anzunehmen. Ich meine, könnte jetzt Hermann Beermann heißen. Wie geil wäre das? Die Chance würde ich mir doch nicht nehmen lassen. Dachte ich so, also wenn ich mal irgendwann ein Kind kriege, nenne ich ihn auf jeden Fall Hermann Beermann. Weil Hermann Beermann, bester Mann auf jeden Fall, oder? Naja. Ja, ich bin froh, dass ich heute Abend hier sein kann. Auch wenn ich sagen muss, immer noch ein bisschen komisch, so auf der Bühne zu stehen irgendwie. Also ich bin froh, dass noch so Veranstaltungen stattfinden können. So, weil der letzte Lockdown hat mir irgendwie echt nicht gut getan. Ich bin so ein bisschen so social awkward geworden irgendwie. So zu viel alleine zu Hause gechillt einfach. Aber woran ich das so merke ist, meine beste Freundin wohnt so direkt über mir und ich schreibe ihr manchmal was über WhatsApp und dann höre ich sie so übers Fenster lachen und dann statt, dass ich einfach auch lache, schreibe ich ihr zurück, ha ha ha. Richtig komisch, ey. Oder auch einfach so in Interaktion mit Menschen irgendwie bin ich manchmal ein bisschen strange. Ich habe jetzt seit kurzem eine Putzfrau und ich habe die bei eBay Kleinanzeigen gefunden und das war noch nicht der Witz. Weil bei eBay Kleinanzeigen findet man echt gute Sachen. Also unter anderem meine Putzfrau. Und wir haben uns halt am Anfang, wie man das so macht, so aus Höflichkeit gesiezt. Und dann bin ich so irgendwann ins Du abgerutscht. Das hat sie mir eigentlich auch gar nicht angeboten. Und jetzt sind wir irgendwie wieder beim Sie. Und ich glaube, sie fragt sich auch so, hä? Mach ich irgendwas falsch? Will sie mehr Distanz? Wer bin ich jetzt, ihre Putzfrau oder ihre Freundin? Und ich sage immer so, ey, chill mal, Mama. Naja, ja. Ich erzähle mal ein bisschen was über mich. Ich habe 2 Ausbildungen gemacht in meinem Leben. Einmal eine Schauspielausbildung und eine Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin oder auch GTA genannt. Kennt ihr GTA? Alle kennen immer nur irgendwie dieses Spiel GTA, keiner kennt die Ausbildung. Aber ganz ehrlich, ich kenne die Ausbildung auch nicht. Ich habe auch nicht wirklich viel dabei gelernt. Ich frage mich immer,
welche von diesen beiden Ausbildungen sinnloser war, weil ich bin jetzt arbeitslos. Ja. Ich hatte so eine wichtige Erkenntnis in meinem Berufsleben. Und zwar, wenn dein Chef dich fragt, ob du rauchst, und du fragst, was denn? Ganz schlechte Idee, dann hast du verkackt. Dankeschön. Ja, ich gehe jetzt zum Jobcenter. Ich dachte, die können mir vielleicht helfen. Aber die haben mir einfach ein Stellenangebot geschickt als Bardame in einem Puff. Haben die echt gemacht? Im Artemis? Ich dachte mir so, krass, wenn das Jobcenter so welche Jobs vermittelt, dann macht der Name Jobcenter irgendwie Sinn. So, wir sind das Jobcenter, wir vermitteln Handjobs, Blowjobs, Footjobs, Hauptsache Jobs. Ich dachte mir so, nee, den Job könnt ihr auch gerne behalten. Ich meine, ich glaube, so den Job hätte ich mir auch gerade noch so selbst besorgen können, weil meine Mutter arbeitet da. Nee, tut's nicht, sie ist ja schon meine Putzfrau. Ja, ich habe übrigens keine Überleitung, aber ich bin... Dankeschön. Ja, ich bin Single. Ich habe das letztens bei so einer Show erzählt und ich hatte an dem Abend irgendwie keine richtige Connection mit dem Publikum. Und dann habe ich so random so in die erste Reihe gefragt. Ich so, und seid ihr Single? Und da war so ein Typ und er so, und ich so, wie, weißt du nicht? Und er so, ich bin nicht frei für dich. Ich dachte mir so, krass, dankeschön, das war der härteste Korb ever. Ich wollte einfach nur so Smalltalk führen, der hat mich so richtig krass gekorbt. Seitdem habe ich so voll Angst vor Publikumsinteraktionen. Ja, bist du Single oder? Okay, was war? Okay, ich frage euch beide. Komm, größere Chance, wenn ich euch beide frage. Okay, er will nicht antworten und er hat nur so... Okay, ja, gut, okay, cool. Ich weiß nicht, was ich auch sagen soll. Ich frage nie wieder. Ich sage ja, ich habe Angst vor Publikumsinteraktionen. Ja, aber ich hatte letztens so eine Idee und zwar... So, man bekommt ja manchmal so Newsletter, ne, die immer so im Spam landen, irgendwie von irgendwelchen Firmen. Und ich lerne schon manchmal auch so Typen kennen, die mir gefallen. Und alles ist gut, aber der ist halt gerade blöderweise in einer Beziehung. Und ich hätte halt gerne so ein Newsletter, wenn er wieder frei ist. Ich habe das letztens von so einer Show erzählt und da meinte irgend so ein Typ so, ja, Facebook. Da dachte ich so, ja, bei Facebook muss ich ja so voll hinterher spionieren, stalken. Das will ich nicht. Ich will echt, dass er so eine Website hat, wo ich mich so anmelden kann. So, und wenn er wieder Single ist, dann kriege ich so eine Benachrichtigung, hey, ich bin wieder Single, du kannst heute Abend vorbeikommen. Das war so meine Idee auf jeden Fall. Ja, ich lese manchmal so Liebesromane und da ist irgendwie immer alles voll perfekt. Man merkt so richtig, hat so eine Frau geschrieben mit so richtig unrealistischen Vorstellungen. Und ich hätte aber gerne, dass die mal so ein bisschen realistischer sind, wie so meine Dates ablaufen. Ich war zum Beispiel letztens feiern und habe ich einen Typen getroffen, den ich schon so richtig lange gut fand. Und es war auch alles cool, wir haben uns richtig gut verstanden, sind wir irgendwann zu ihm nach Hause gegangen und man wusste nicht, was passiert. Also ich wusste nicht, was passiert, ich glaube, er war sich ganz sicher. Und da sind wir halt bei ihm und sitzen so auf dem Sofa und unterhalten uns. Und irgendwann sagt er so zu mir so, ja, also ich habe so eine Massagepistole. Und ich so, ja, okay. Und dann er so, ja, so, hey, hättest du vielleicht Bock, mich zu massieren oder so? Und ich so, gut. Und dann meinte er so, ja, dann müssen wir rübergehen ins Bett. So, sind wir rübergegangen ins Bett und ich habe ihn so massiert mit dieser Massagepistole und es war auch so voll entspannt. Und irgendwann sagt er so zu mir, ja, also könntest du vielleicht auch so ein bisschen tiefer gehen und so meinen Arsch massieren oder so. Und ich denke mir das echt nicht aus, Leute. Ich musste dann mit dieser Massagepistole so den Arsch von diesem Typen massieren und dachte mir so, ja, also wenn ich schwul wäre, hätte ich das vielleicht geil gefunden. Aber warum steht das nicht in diesem scheiß Liebesroman drin? Das wäre auf jeden Fall mal realistisch. Ja, der Typ ist auch Comedian. Ich dachte mir danach so ganz ehrlich, vielleicht hat er das Ganze einfach nur so inszeniert, dass er auch morgen zu so einer Comedy-Show geht und so sagt, ey, bei mir war letztens so eine Ische zu Hause. Ich habe die einfach gezwungen, meinen Arsch zu massieren. Ja. Ja, der Typ war übrigens nicht Luke Mockridge. Nee, es war Felix Lobrecht. Nee, war's nicht. Es war voll awkward. Ich weiß nie, wie ich aus diesem Joke rauskomme. Eigentlich war es gar kein Comedian, es war Mario Barth. Dankeschön.